Hallo ihr lustigen Knusperschnecken, heute mal wieder nichts mit Fahrradfahren. Ich muss jetzt gleich in den Laden, da habe ich gestern angefangen ein paar Rahmen zu lackieren. Da müssen jetzt gleich noch Sparkles drauf, ein paar Decals draufgeklebt werden, damit das auch ein bisschen hübsch ist, damit die Jungs am kommenden Wochenende auch geile Räder haben und ein bisschen rumprollen können mit so Glitzer auf dem Fahrrad. Dann werde ich mir heute den Rollentrainer mit nach Hause nehmen. Das ist so ein Wahoo Kicker, irgendwas mega geiles Teil. Problem ist, das wiegt irgendwie 20 Kilo. Ich habe das schon mal auf dem Fahrrad transportiert. Das geht, aber es ist ganz schön nervig, weil sobald ich vom Sattel runtergehe, kippt das ganze Fahrrad nach vorne. Auch wenn das Fahrrad an sich schon irgendwie fast 30 Kilo wiegt. Naja, das muss ich mitnehmen. Jetzt muss ich hier auf alle Fälle, wie man sieht, den Bums ein bisschen aufräumen. Dann los zur Arbeit. Da muss ich ein bisschen früher sein wegen der besagten Rahmen. Und wir sehen uns dann gleich auf dem Fahrrad wieder, ihr lustigen Knusperschnecken. YouTuber über Handblende. Hui! Eine kleine Sache gibt es aber noch zu tun, bevor ich aufs Fahrrad springe. Ich wurde jetzt mehrmals nach dieser Katze gefragt, die bei mir wohnt. Diese Katze ist 9 Jahre alt. Sie heißt Ula mit Doppel-U. Das ist ein finnischer Männername, auch wenn die Katze weiblich ist. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, ob sie im Vlog auftauchen möchte. Ja, ist für sie okay. Ich muss sie allerdings verpixeln. Da geht es um Persönlichkeitsrechte. Ich möchte auch nicht, dass die Katze irgendwie auf der Straße belästigt wird und es heißt, guck mal, bist du nicht die Katze von diesem bekloppten YouTuber? Ich zeige sie euch, vielleicht hat sie euch was zu sagen, aber wie gesagt, ich muss sie verpixeln. Es geht da einfach um Persönlichkeitsrechte und die möchte ich nicht verletzen, denn auch so eine Katze hat Rechte. Nur für das du nicht in den Blog willst, bist du ganz schön kamerageil. Da kann man echt die Uhr nachstellen. Hier steht immer irgendein Arschloch auf dem Radweg. Das ist da wirklich jeden Tag so am Kotti. Jeden Tag steht da irgendein Arschloch mit seiner Karre auf dem Radweg. Das geht mir so auf die Eier. Die Bullen stehen auch so im Abstand von, mal sagen wir mal, 20 Metern daneben mit ihrer Karre genauso auf dem Radweg. Und es interessiert ihnen Scheißdreck. Und wenn du darauf ansprichst, sind die ja doch angepisst, dass du denen ihren Job erklärst. Das ist echt das Allerletzte. Irgendwie hart einen auf Durchgreifen machen wollen am Kotti, aber nichts auf die Kette kriegen. Das sind immer noch Spasten, die Drogen verkaufen. Irgendwie Leute die Handtaschen zocken und du kannst da einen aufs Maul kriegen, wenn du Bock hast. Das interessiert die Bullen gar nicht. Und dann loben die sich bei Twitter damit von wegen, ja, wir greifen jetzt hart durch am Gott, bla bla bla. So eine dumme Kacke, Alter. So, ich mache mich jetzt mal richtig unbeliebt. Hier steht nämlich wieder so ein Arschloch auf dem Radweg und den keife ich jetzt mal an. Mal gucken, was er sagt. Keiner drin? Hat er davon. Du parkst auf dem Radweg. Das ist ganz schön blöd. Ja, mach dir mal einen Kopf drüber. Scheiße. Tja, interessiert die Leute auch einen Scheißdreck, ob sie auf dem Radweg parken oder nicht. Das ist echt das Allerletzte. Der Vlog hat ja gestern schon begonnen. Blöderweise habe ich vergessen, dass ich abends das kleine Mädchen noch abholen muss. Deswegen konnte ich diesen, oh, Wäsche erstmal reinstopfen, diesen Wahoo-Rollentrainer nicht mit nach Hause nehmen, weil dieses Ding halt irgendwie den ganzen Platz auf dem Fahrrad wegnimmt und das Kind halt auch auf dem Fahrrad sitzen muss und irgendwie mit 100 Kilo Fahrrad rumfahren und Kind und den Kram, das funktioniert nicht. Deswegen starten wir den Vlog heute nochmal. Ich habe ja gestern schon so ein bisschen rumgeschimpft von wegen, scheiß Autofahrer, fick dich, bla bla bla. Heute fahre ich eigentlich dieselbe Strecke, eigentlich fahre ich jeden Tag diese Strecke. Und dann gucken wir einfach mal, ob das wieder genauso ist und dann nehme ich heute Abend diesen krassen Wahoo-Rollentrainer mit und dann mache ich heute Abend mal so ein kleines, wie funktioniert das Ding, wie quäle ich mich auf dem Teil. Naja, bleiben wir erstmal dran. Jetzt mache ich mir erstmal was zu essen, denn ich war gerade laufen, habe vorhin nichts gefrühstückt und habe echt ganz schön Hunger. Also wir sehen uns dann gleich auf dem Fahrrad wieder. So, auf dem Weg zur Arbeit im Kotti und dann schauen wir mal, ob denn da so ein Idiot auf dem Radweg steht. Naja, fährt gerade weg, aber ich zähle mal, als da stand schon wieder ein Arschloch auf dem Radweg. An derselben Stelle jeden Tag. So, wieder so ein Idiot, der auf dem Radweg packt. Das geht mir echt auf die Eier. Steht ja einfach so auf dem Radweg. Spiegel umgeklappt, vielleicht merkt die Person sich das ja. Mal gucken. Da vorne steht wirklich derselbe BMW wie gestern. Es ist dasselbe Arschloch, was da wieder geparkt ist. Ja, ist derselbe Wagen wie gestern. Tja, wenn ich hören will, muss fühlen. Ich frage mich, ich mache das jetzt so schon seit, ich glaube, einem Monat. Ich frage mich, wenn der Typ mal auf die Idee kommt, sich auf die Lauer zu legen und mir einfach das Maul zu geben dafür.
Mal gucken. Falls irgendjemand Jura studiert, bin ich da eigentlich auf der rechtlichen Seite oder ist es verboten, Rückspiegelungen zu klappen? Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wäre sehr nett. So, Rostock Arbeit angekommen. Da arbeite ich jetzt erstmal den Rest des Tages. Und dann sehen wir uns heute Abend auf dem Weg nach Hause auf dem Fahrrad wieder. Also bis nachher, das sind Knusperschnecken. YouTuber, Jackenblende. Whee! So, der Typ hinter mir mit dem großen Auto hat gerade versucht, mich mutwillig über den Haufen zu fahren. Gucken wir mal. Ich berühre es erstmal. Nein! Ich habe dich nicht berührt. Ich habe dich hier gesehen. Nein, ich habe sie nicht berührt, habe ich gesagt. Nein! Diesmal. Diese beiden Assis gerade im Auto haben echt ein Ding an der Waffe. Ist nicht in der Lage, irgendwie einen scheiß Rückspiegel zu gucken, fährt mich fast über den Haufen, wird dann noch frech, muckt tierisch rum, will mir aufs Maul hauen, als ich die Kamera zücke, auf einmal, oh ja, tut mir leid, bla bla bla, hab mich nur entschuldigt, bla bla bla, aber vorher irgendwie meine Mutter und meine ganze Sippschaft beleidigen. So Jungs hasse ich echt wie ein Pest. Ich glaube, hätte ich die Kamera nicht gezückt, hätten die mich auch knallert über den Haufen gefahren und mir ja ordentlich eins auf die Fresse gegeben. Naja, der Vlog ist irgendwie was ganz anderes geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Ist mehr so ein Roadage-Ding geworden, vielleicht auch mal ganz witzig. Ja, das war's dann eigentlich auch für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, der übliche YouTuber mit Daumen nach oben, Link zur Sache in der Videobeschreibung, bla bla bla. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und jetzt YouTuber Knieblende. Whee!